Grüßt euch, ich bin der Hansi, Bergführer von Alpine Welten. In unserem Alpin-Tutorial erkläre ich euch heute, auf was man beim Bergwanderrucksack aufpassen muss und wie man den richtig packt. Entscheidend für die Auswahl der richtigen Rucksackgröße ist die Dauer der geplanten Wanderung und somit auch der Umfang des nötigen Gepäcks. Der Rucksack sollte möglichst schnörkellos, leicht und gut zu tragen sein. Aufwendige Trage- und Belüftungssysteme sind oftmals reines Marketing, machen den Rucksack unnötig schwer und bringen in der Praxis keinen nennenswerten Vorteil. Viel wichtiger ist, dass der Rucksack auf deine Rückenlänge passt und du weißt, wie man das Tragesystem ordentlich anpasst. Zuerst solltest du den Hüftgurt auf Höhe der Hüftknochen anziehen. Die Schulterriemen solltest du nur so weit anziehen, dass noch Gewicht auf deiner Hüfte lastet. Zu guter Letzt schließt du noch den Brustgurt und los geht's. Beim Packen meines Rucksacks achte ich darauf, dass ich die auf Tour weniger benötigten Ausrüstungsgegenstände relativ weit unten verstaue. Schwere Gegenstände sollten möglichst nah und mittig am Rücken liegen. So bleibt der Schwerpunkt des Rucksacks auch nahe am Körperschwerpunkt und die seitliche Balance ausgewogen. Die Dinge, die ich häufiger oder unter Umständen schnell benötige, packe ich tendenziell weiter oben ein. Beim Kauf solltest du den Rucksack auf jeden Fall mit dem zu erwartenden Gewicht packen und die Stabilität am Rücken oder allgemein den Tragekomfort testen. Bei einer 7-tägigen Alpenüberquerung sollte dein Rucksack nicht mehr als 8 Kilo wiegen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben viele andere interessante Themen auf der Webseite von unserer Alpine Weltenakademie und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Bergwandern.